Hey Leute, es ist Donnerstag, der 11.06. mittags. Heute geht's aufs Big Sean Konzert hier in Stuttgart im LKA Longhorn mit zwei Kumpels aus meiner Heimat. Einer davon hat Geburtstag, also schreibt jetzt einfach mal in die Kommentare: Alles Gute, Julian. Ich stimme mich gerade hier ein. Der hat nämlich eine Playlist gemacht mit der kompletten Setlist von heute Abend. Das sind 22 Songs, wenn ich das richtig sehe. Da stimme ich mich gerade ein und höre das und versuche Texte jetzt zu werden. Ich habe richtig Bock heute Abend, das geht ordentlich ab. Gucken wir mal, wird auf jeden Fall bestimmt cool. Ich habe mich jetzt noch gar nicht umgezogen, man sieht meine Unterhose, wenn meine Hose so weit unten ist. Und ja, ich ziehe mich auf jeden Fall jetzt nachher um und werde über den Tag hinweg ein bisschen filmen, wenn die dann nachher kommen. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Ich habe mir jetzt ein anderes Shirt angezogen und zwar ist das von Black Sam Clothing. Nochmal danke an die, die haben mir das Shirt geschenkt, damit ich da ein bisschen Werbung dafür mache. Und zwar ist das so ganz lang geschnitten. Ich habe das in Größe L und hat seitlich halt hier diesen Ding, Sidesplit. Die kommen aus Ulm und der Shop eröffnet irgendwie, ich glaube, noch diesen Monat. Also da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Ich verlinke euch die Instagram-Seite unten. Einen Shop haben die noch nicht, aber es ist dann Black Sam Clothing oder blacksamclo.com. Ich stehe jetzt hier und warte, bis meine Leute kommen. Die müssten eigentlich schon seit 10 Minuten da sein, wenn die Zeit passen würde. Und Monty, der Gute, der sitzt da unten. Ich weiß auch nicht warum. Monty, sag doch mal, was ist das Problem? Hast du keinen Bock? Magst du was essen? Na, da guckst du gleich, ne? Warte, bleib da, ich hol dir was. Schau mal. Wieso so vorsichtig, Kleiner? Der Snack halt weg. Na Monty, freust dich auch schon auf neue Leute? Dann kannst du wieder ausflippen. Ja. Irgendwie ist hier irgendwas am Marktplatz, jetzt dann am Wochenende, glaube ich. Weil da unten, ne? Weiß nicht, ob man es sieht, ja. Das sind irgendwie solche Markierungen, wie als wäre da ein Markt mit Ständen und so. Ich weiß noch, ich habe das noch gar nicht mitbekommen. Naja, jetzt warten wir mal weiter, bis die kommen. Die Polizei läuft auch rum. Nun ja. Montgomery! Geburtstagskind. Montgomery! Ja, stell ab. Montgomery! Alles Gute. Der freut sich. Ich habe gewartet, dass er klingelt. Continue. Für Vlog. Ach so, scheiße. Aber es macht ja nichts. Was? Schau, wie excited er ist. Der war gerade 2 Stunden lang einfach nur unter dem Küchending da gelegen. Der Spasti. Der Monster. Warst du im Stau? Voll. Ja, ein bisschen. Voll. Mann. 10 Kilometer ungefähr, oder? Ja, wo fahrt ihr raus? Wenn ihr Leonberg Kreuz rausfährt, dann ist es blöd. Ja, nee, wir sind doch ein bisschen weitergefahren und dann. Das war jetzt stark gewesen. Monty! Das ist ja erstmal ein Sippen, Alter. Willst du was trinken, oder? Ja, Huhn wollen wir auch noch. Einfach ausschütten, aber ich hab drüben was stehen, ich hol's noch. Ja, okay. Das ist so ein Knochen gewesen, mal. Kann man immer noch sehen, meine ich. Kann man gar nicht mehr, gell? Da? Packen halt mal mit. Danke. Was kann man denn? Mit dem hier einfach packen. Schön alle schwarz anzogen, das ist super. Ich habe mich gerade enttarnt, nämlich. Monty! Schön hoch, gell? Mit dem Rutschen. Hey, Mons! Salat, geschmolzen mal, das ist ein Dröschen. Und will kein Döner. Das ist mir zu heiß halt für den Döner. Das ist eigentlich auch das Bläster, wo so ein Sauerrahmen dran ist. Fleckle. Fleckle. Alles ist Fleckle. Ja, was essen wir? Ja. Und zwar lese ich mir jetzt eine Sorry, I'm Hip-Hop Cap. Cool, sehr, Alter. Sorry, I'm Hip-Hop. Die war Sorry, I'm Fresh, die da vorne. Junge, schön eng. Ja,
nice eng. Hast du auch eine auf? So. Nee. Ah, die ist auch schön eng gewesen gerade. Turn up! That's nice. Was haben wir gekauft? Hast du das Ding auch mitgenommen? Hast du jetzt das Putzzeug auch? Ja. Und sonst noch, was hast du noch für eine Creme bekommen? Nix. Ich wollte nur so ein Spray nehmen, aber das war zu teuer, 12 Euro. Bist du zufrieden? Ja, der Muas, Alter. Jetzt gehen wir was essen. Zum Geburtstag, Junge. Fuden, Alter. Stimmt, hast du dir selber zum Geburtstag geschenkt, gell? Ja, ich denke, dass wir jetzt locker noch 20 Minuten anstehen. Eigentlich muss seit 7 Einlass sein. Hast du Schleck, gell? Lippenschleck so. Pizza heiß! Schisch! Fazit! Ich höre nichts mehr. Das war bestes Konzert ever. Unmenschlich geil. Nass wie Hund? Nass wie ein Hund im Wasser. Also, er war komplett im Wasser. Am Tauchen. So viel wie gerade. Nass. Aus, einfach nass, Jungs. Mädels. Nee, aber. Hier. Warte mal schnell. So. Nee. Nur nass. Nee, war echt endgeil. Das waren 1,5 Stunden, ne? Knapp über 1,5 Stunden drauf. Läuft einer vorbei und sagt, es ist zu kurz. 3-0. Das ist der Code. Schade, ich lag 1-1-1. Oh, nur mit den Jungs unterwegs. Ja, hallo! Hast du vielleicht ein Pape? Nee. Ein Pape? Nee. Ey, ich muss sagen, viele Leute waren einfach nur da, um rumzustehen und sich denken, ja, hey, cool, da ist ein Schwarzer auf der Bühne. You? Wir gehen jetzt schräg wie Luca Henny. Pietro Lombardi. Also wir fahren jetzt mit der U-Bahn nochmal 20 Minuten rein in die Stadt und dann gehen wir schräg. Wie DSDS, Männer. Junge, DSDS durch die Decke. Steil wie Luca Henny, steil wie Pietro Lombardi und mindestens so steil wie Daniele Negroni. U21. Wirklich? Julian Weigel. Schmiede, zeig ihm mal das Bild von Julian Weigel. Julian Weigel. Hey. Fresh Apart. He plays for the Bundesliga Dortmund. Dortmund Bundesliga Team. He's fresh. Hey. Okay. That's not even possible. He's on the U21. Holy shit. Wait. He's on the U21 German national. Yeah, this is him. You see? Yes. Oh my God. He's not only U21 national team. He just signed last week for Dortmund. They won the national championship 2 years ago. Are you a FIFA Clubfan? Yeah. That's so sick, dude. I've got you on video. Oh, it's a fucking video. All right. Got on YouTube. Picture here. That is my Julian Weigel. Michael. Underground account. Weigel. Hey. Yeah. Nicely. Julian. My underground account. Julian. Weigel. The best way is not to get injured in the game. Yes. You guys. Yeah. We have him. We have. Hey, there we have some photos of his official account. So. So you see some pics. That's fucking Germany. Yeah, this, you see, this is the away kit of the German national team. So. Yeah. We were here. Hey, es ist Samstag, jetzt war ja gerade leider hier im Zug dann schon der Akku leer, sonst hätte ich natürlich noch weiterfilmen können. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Abend mit den Jungs. Und ja, auch im Zug gerade, als wir ein bisschen die Leute so ein bisschen verarscht haben, dass mein Kumpel Julian Weigel wäre, der halt 1:1 so aussieht wäre. Leider war dann der Akku leer, ich konnte nicht mehr viel filmen. Gestern am Freitag war ich den ganzen Tag nur da gelegen und ja, mega kaputt halt. Jetzt bin ich gerade am Video hier schneiden, ihr seht es. Weil da kommt das Video jetzt online. Keine Ahnung, wenn ihr Bock habt, dass ich mehrmals so Videos drehe, wo ich euch irgendwie mit hinnehme, wenn ich mit Kumpels auf sofort bin, dann meint das natürlich. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, der ganze Abend war ein mega cooles Konzert, der ganze Abend war ziemlich geil. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen hoch da oder kommentiert, was denn euer letztes Konzert zum Beispiel war oder ob ihr schon mal Big Sean live gesehen habt oder ob ihr den live sehen wollt. Ja, und lasst ein Abo da für mehr Videos, auf jeden Fall. Dann war es das von mir. Passt auf euch auf, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal.